Wir wollen was nochmal machen? Genau, wir wollten Lehrer werden, Lehrer finden. Da. Streitkolbenmeister. Kannst du das jetzt schon? Ja, kannst du. Das wäre Intertalia. Was hatten wir noch so Schönes? Reparierenmeister. Wäre auch ganz nett. Meister der Plattenrüstung. Magie. Oh, genau. Meister des Erkennens in Brakkarer Wüste. Meister von Seelenmagie und Geistesmagie. Geistesmagie ist ein Effli. Feuermagie. Meister der Seelenmagie. Eine Rassia. Oh, ich glaube, ich weiß sogar wo. Der war hier unten irgendwo. Hier waren ja ein paar Lehrer. Also hier war da eine Questgeber mit der Feder. Nee, nicht du. Du sahst komisch aus. Geistesmagie-Experte. Ich war mir ziemlich sicher, dass der hier war. Nee. Letztes Haus? Nein. Dich hatten wir schon. Nee, hier ist nur ein Händler. Alles klar? Nee, dich wollte ich nicht anheuern. Okay, dann gucken wir uns weiter um. So viele Häuser gab es hier ja nicht in der Hauptstadt der Menschen. Genau, hier war Don Quixote. Den wollen wir nicht mehr. Auf der anderen Seite war der böse Ritter. Der bringt uns auch nichts. Hier waren die Händler, da oben waren die Gilden. Das heißt, nur in dieser Häuserreihe hier könnte er sich noch verstecken. Oh. Oder da. Oder da. Oder in einem dieser kleinen Hütten da. Juhu. Na gut, vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwelche anderen Händler, die irgendjemand braucht. Quatsch, Händler. Lehrer. Schwertexperte, nein. Schönst im ganzen Land ist immer noch die Königin. Kreuzritter. Achso, hier waren die Schmiede. Die drei Häuser können wir überspringen. Heiler. Gepäckträger. Über Lord Markham wollen wir nichts wissen. Ja, ist bestimmt ganz schön stinkig auf uns. Schildexperte. Schildexperte werden. Sehr schön. Medusen. Nee, das waren die gröbsten Hütten. Das ist... Das heißt, ich habe irgendwo was übersehen. Da ist noch was. Oder was die Bank? Hast du die Bank? Nee. Aber du machst nichts. Also entweder habe ich irgendwo was übersehen. Oder es ist eine von den Hütten da ganz hinten. Da werden wir mal kurz hinlaufen müssen. Was ist mit dir? Streitkolben-Experte. Erfüllt sie nicht die Voraussetzungen? Fehlt aber echt nicht mehr viel. Ich würde ja sagen, wir merken uns das einfach mal, aber das ist nicht wirklich realistisch. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten zu den anderen Häusern? Wir springen einfach hier über die Festung. Also nicht direkt, wir laufen hier bei den Klerikergilden hoch. Dann rutschen wir den Berg runter, wofür wir vielleicht mal Federfahrt machen sollten. Und gehen dann einfach in der Richtung weiter. Gepäckträger, Hellseher. So. Nö, die brauchen wir nicht. Stimmt, die alchemistischen Zutaten wollten wir auch noch aussortieren. Und zurück nach Harmondale, um da die Sache in die Kiste zu tun. Und. Am Anfang der Folge fiel mir nicht ganz so ein, was wir noch alles machen wollten. Das war aber doch noch recht viel. Und wo wir hier sind, ich glaube, hier gab es ein Glück, eine Glücksherausforderung. Die war aber da unten. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Glück man braucht. Wie viel Glück hast du denn? 34. Das wäre 47. Ich denke mal, 50 wäre eine gute Zahl für sowas.
Also warten wir, bis wir über 50 sind. Probieren dann das mal aus und dann wissen wir allgemein, dass es bei den anderen wahrscheinlich ähnlich sein wird. Also wenn wir eine Herausforderung finden für Stärke oder so, dann wird es auch 50 sein, nehme ich an. Ausweichen, Großmeister, nein. Seelenmagiemeister, zing. Benjamin, der Ausgeglichene, später. So, das heißt, du gibst jetzt ihr das da. Ich probier's gleich mal. Und sie kann ab sofort Tote auferwecken. Sehr, sehr gut. Geistesmagie. Meister der Geistesmagie. Afli. Ich glaube, nach Afli müssen wir so oder so, ne? Achso, erstmal kurz noch gucken, was hier in den Hütten war. Kampfkund Großmeister. Ne, kriegen wir auch nicht. Genau, in Afli. Da haben wir noch einen Golem-Teil. Und die Golem-Teile sollten eigentlich ganz weit oben auf unserer Prioritätenliste sein. Und hab's. Oh, du mach mal bitte Wasserwandel. Denn eine stärkere Talana ist eine stärkere Truppe. Seid ihr aggressiv? Jupp, ihr seid aggressiv. Warum auch immer. Wir sind doch mitten bei der Hauptstadt. So, fast. Ich hoffe mal, keiner von den greifen Wachen sieht das. So. Ist hier auf diesen kleinen Inseln irgendwas? Nö. Okay. Ah. Ein Kanalisations-Ein- bzw. Ausgang direkt unter dem Schloss. Gucken, wo wir da reinkommen. Ja. Okay. Fehlt nur noch eine Leiter nach oben, direkt in den Thronsaal oder so. Das wäre äußerst kitschig. Dich nehmen wir noch mit. Afli, dazu müssten wir erstmal die nächstgelegene Taverne Essen fassen. Und dann nach Harmondale. Bitte sehr. Wir haben echt wenig Proviant hier. Also, ja, nach Harmondale. Da laufen wir kurz in unseren Thronsaal, laden die ganzen Sachen ab. Und von Harmondale aus können wir weiter ins Elfenland. Morgen. Hallo, ihr wollt ran? Übermorgen. Hallo, es geht sofort los. Oh. Meine Herren, ich wurde von den Botschaftern Erastias und Afli gesandt, um euch von Richter Grays frühzeitigen Tod in Kenntnis zu setzen. Das war der Typ, der hinten auf der Karte in diesem komischen Haus gewohnt hat. Der da meinte, wenn alle mich hassen, mache ich einen guten Job. Als Vermittler halt. Wir glauben, es handelt sich um einen Herzanfall und es besteht kein Grund, böse Machenschaften zu vermuten. Man wünscht euch sofort zu sprechen und legt euch nahe, sofort zum Schloss zurückzukehren. Man hat einen Waffenstillstand vereinbart, bis ein Nachfolger für Richter Grey gefunden ist. Okay. Das klingt, als könnte es nervig werden. Aber wenigstens greift uns keiner an, solange das ist. Moment mal. Wenn uns jetzt keiner angreift und ein Waffenstillstand herrscht, bis ein neuer Richter gefunden wird, warum finden wir denn nicht einfach gar keinen Richter? Na gut, lesen wir ganz kurz mal, was unser Hofchronist zu sagen hat. Um nicht zu sagen, Butler. Mai der 25. 1169. Gute Neuigkeiten. Was? Ich dachte schon, gute Neuigkeiten, der Richter ist tot. Nach einigen leichteren Scharmützeln und einer Unmenge an Intrigen und Randgespielchen haben beide Seiten dieses unsinnigen Krieges beschlossen, einen Waffenstillstand zu unterzeichnen, bis ein annehmbarer Schiedsherr gefunden ist. Meine Herren wurden dazu bestimmt, diesen Schiedsherrn auszuwählen. Warum auch immer, wir sind nicht unparteiisch. Okay. Diese Verantwortung über die zukünftige Beziehung zwischen Erastia und Afli lastet nun schwer auf den Schultern meiner Herren. Ich bin gewiss, ihre Entscheidung wird weise sein. Des Weiteren haben uns Botschafter aus Deja, dem Land der Totenbeschwörer, und aus Bracada, dem Land der Zauberer, erreicht. Sie kamen, um ihre Anerkennung meiner Herren als rechtmäßige Herrscher auf Harmony zu verkünden. Zweifelsohne aber auch, um sich diplomatische Gefälligkeiten zu sichern. Beide Seiten hassen einander und es würde mich nicht verwundern, wenn ein Botschafter den anderen im Dunkeln der Nacht ermorden würde. Sehr schön.
Jedermann hält den Atem an. Nichts kann geschehen, so scheint es, bis diese Entscheidung getroffen ist. Huffala. Mal gucken. Erstmal rein. Jo. Und unsere Sachen in den Kisten verstauen. Zwei Stück hätten wir da, ja. Also, das brauchen wir noch. Den brauchen wir nicht, weil der kaputt ist. Dich brauchen wir nicht, weil es von der ersten Insel ist. Dich brauchen wir nicht, weil du von der ersten Insel bist. Von den ganzen Sachen ist die Verkaufsrechnung wichtig. Da steht nämlich drauf, wo die Golem-Teile sind. Du bist nicht wichtig. Brief, Tagebuchauszug. Ich glaube, der Rest ist nicht wichtig. Also ja, mit ein, zwei von den Briefen könnten wir Leute erpressen und dergleichen, aber haben wir auch noch hier drin. Das wäre doch ein wenig platzverschwenderisch, wenn wir wirklich alle Questgegenstände mitnehmen. Falsch rum, so rum. So. So, das Arkomage-Kartenspiel behalten wir auch noch. Feenschlüssel. Der kann auch hier bleiben. Wir müssen nur daran denken, dass wir nicht in das Feendingens gehen sollten, jetzt, wo wir die Schlüssel nicht dabei haben. Jedenfalls so lange nicht, bis wir Townportal haben. So, das sieht doch gleich viel besser aus. Das Essen können wir irgendwann wegputzen. 3 Aladdin-Lampen, 4, 5 Aladdin-Lampen. So. Okay, jetzt das eigentlich Wichtige. Politisches Ringgeschmieden. Botschafter Wright und Botschafter Scale. Was sagt unser treuer Butler? Nichts. Botschafter Wright. Ah, seid gegrüßt, meine Herren. Ich bin Botschafter Wright aus Bracada, also von den Magiern. Ihr wisst schon, die Zauberer in Erassias südlicher Grenze. Ihr seid wichtig geworden. Danke. Sehr vielen Dank. Da Richter Grey auf eurem Land ums Leben kam, müsst ihr nun einen anderen Schiedsherrn bestimmen, der helfen kann, den Disput zwischen Erassia und Effli zu beenden. Ich möchte euch formell einladen, nach Bracada zu kommen und Richter Fairweather zu treffen, den wir für den Posten dringend empfehlen möchten. Ich will keinen Druck ausüben, jedoch bin ich sicher, ihr versteht, dass eure Entscheidung für die Beziehung unserer beiden Regierungen bestimmend sein wird. Was hast du zu sagen? Es ist mir ein Vergnügen, euch zu treffen, werte Herren. Ich bin Botschafter Scale und ich repräsentiere Deja, das Land der Totenbeschwörer im Nordwesten Rassias. Naja, ich weiß, was ihr denkt. Totenbeschwörung, pah, Tod und so weiter. Nun, eigentlich sind wir nur auf der Suche nach Wissen. Eine edle Sache, wenn ihr mich fragt. Wir sind nicht böse. Ihr solltet mit einigen von uns reden. Wir wissen wirklich, wie man auf den Putz haut. Der Botschafter lächelt gezwungen. Ha, ha, ha. Ach du gute Güte. Ich lade euch nach Deja ein. Seit Richter Grey starb, ist es an euch, seinen Nachfolger zu bestimmen. Wir haben da jemanden im Auge, der unsere Feinde damit bestärken wird, diesen Krieg zu beenden. Ja, ich ersuche euch, Richter Sleen auszuwählen. Es würde uns sehr viel bedeuten und wir könnten sehr viel für euch tun. Denkt drüber nach, aber nicht zu lange. Also ja, man merkt definitiv, er ist der Böse und der andere ist der Gute. Also allein schon den Namen und wie die Charaktere aussehen und wie sie sprechen und so. Ja, also wir müssen uns jetzt für einen Richter entscheiden. Also nicht jetzt, aber bald. Wir wollen erstmal raus und wir wollen... Stopp. Den rechten Arm anbauen. Moment mal. Moment mal. Das war gerade der rechte Arm. Wo waren wir zuletzt? Deja. Haben wir in Deja beide Teile gefunden? Ja, ich glaube schon. Also eins war links bei der Wüste, rechts bei der Wüste, eins war links bei der Wüste. Ja, okay. Ich dachte schon, wir hätten jetzt wieder irgendwo die Karte nicht ganz vollendet gebracht und dann müssen wir jetzt nochmal zurückgehen und ich weiß nicht, wo wir zurückgehen müssen. Das wäre nicht so schön. Aber jetzt ist es ja eigentlich nur noch Affli und Tal der Höhlengräber.
dann hätten wir das Ganze hoffentlich.